den Nachrichten aus der Südostschweiz. Heute mit diesen Themen. Am Saufnersee türmen sich Abfallberge nach dem Start in die Fischereisaison. In Luchsingen bricht ein Sturm von Enttäuschung aus, nachdem die Gemeinde Bäume gefällt hat. Und in Südostschweiz unterwegs besuchen wir die Amanduskirche in Meierfeld. Guten Abend miteinander. Fischer suchen die Ruhe am Wasser, sind Naturfreunde und schauen dementsprechend gut auf ihre Umwelt. Weit gefehlt, zumindest bei einigen Exemplaren. Keine Woche ist die diesjährige Fischereisaison so alt und schon sieht es am Saufner Stausee aus wie nach einem Open Air. Abfall, Schnapsflaschen und sogar gefällte Bäume. Öffnungsfleisch, Bierdosen und gefällte Bäume. Zwei Hobbyfischer machen die Aufnahme letzten Samstag am Stausee in Saufers. Ein beliebter Ort zum Fischen. Nicht alle halten sich an die Regeln und hinterlassen richtige Abfallberge. Der Hans Hasler ist Bauchef der Gemeinde und unter anderem zuständig für die Ordnung am Seeufer. Er will sich heute ein Bild machen vor Verschmutzung und Zerstörung. Immer wieder werde der Abfall einfach zurückgelassen. Was er heute sieht, schockiert ihn aber. Auf Deutsch gesagt ist es eine Sauerei, eine Frechheit, dass man sich so aufführt als angeblich naturverbundener Fischer. Und es ist wie immer eigentlich ein kleiner Anteil von den 8000 Fischern haut alle anderen in die Pfanne. Und das ist eigentlich nicht tolerierbar, was da passiert. Viel machen dagegen können wir nicht. Die Gemeinde hat diesen Hinweis aufgehängt. Ein Bitte, wo eiskalt missachtet wird. Er würde sich mehr Engagement von den anderen Fischern wünschen, dass die Verschmutzer ansprechen würden. Da hat es rum und um hat's da Fischergruppen nicht. Da könnte mal einer kommen und die darauf aufmerksam machen. Ist vielleicht nicht ganz erfreut, die Junge, aber ich finde, es ist eigentlich notwendig. Auch heute hat es Fischer am See. Der Hans Hasler will von ihnen wissen, ob sie letzten Samstag etwas bemerkt haben. Doch leider sind sie dann nicht rum. Das Problem der Verschmutzung ist aber auch ihnen bekannt. Ja, ist schon nicht gut. Ich meine, wir müssen uns alle ein bisschen dran halten. Das nächste Mal, wenn man hierher kommt, wird man sie auch sauber haben. Und das ist doch das Mindeste, was man machen kann, sind die Plunder wieder mitnehmen. Hast du das schon häufig erlebt? Zum Bedauern, ja. Ja, immer wieder. Wie ist das unter den Fischern, sagt man da einander, auch wenn man eine Gruppe sieht, die so Abfall hinterlässt, tut man die schon ein bisschen zurechtweisen? Wenn ich es sehen würde, würde ich sicher darauf ansprechen. Ich würde die Augen nicht zumachen. Die Fischer hier gehen schon seit Jahren ans Ufer See. Die Kreuzsiecher tragen die vollen Flaschen ab und die leeren lassen sie unten liegen wie die Hühner den Dreck. Das ist es. Und das tue ich schon so unlang beanstanden. Aber es nützt ja nichts, du kannst ihnen etwas sagen. Bei denen haben sie den Zettel abgerissen und haben ihn angezündet. Dann haben sie wieder aufgenommen, haben sie wieder raufgenägelt, haben sie wieder weggerupft. Also ich erlebe die Situation hier am Saufersersee wie am Burweinsee oben, wie in allen Seen. Sie wird ja die Warnung hergeht. Man kann aber nicht bloß sagen, es seien die Jungen. Es hat auch einen Haufen Alte, die gleiche hohe Schweinordnung hinterlassen. Und ich frage mich immer wieder, was haben denn die für eine Ordnung daheim? Das ist meine Antwort. Gehen Sie auf die Leute zu und sagen, dass es nicht geht? Wir haben auch schon, die Frau wie ich, wir haben auch schon gesagt, du nimm die Ware mit. Dann haben wir zur Antwort bekommen, es geht in den Dreck an. Die Fischereisaison hat in Saufers nicht schön angefangen. Was die Fischer hier am meisten aufregt, ist, dass das Image von allen Fischern darunter leidet.